Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als neue Landtagspräsidentin möchte ich Ihnen den Bayerischen Landtag noch besser vorstellen und werde künftig auch regelmäßig über die Arbeit des Parlaments berichten. In dieser Woche kommen die 205 Abgeordneten des Bayerischen Landtags zu ihrer letzten Sitzung vor Weihnachten zusammen. Alle Gremien des Landtags sind nun komplett. So gebe ich zu Beginn der Landtagssitzung am Dienstag die Mitglieder des Ältestenrates sowie die Mitglieder aller 14 im Landtag gewählten Fachausschüsse bekannt. Die Vorsitzenden der Ausschüsse und deren Stellvertreter haben die Abgeordneten aus ihrer Mitte bereits gewählt. Wir starten diese Parlamentswoche auch mit der ersten Regierungserklärung von Ministerpräsident Dr. Markus Söder nach der Landtagswahl. Er spricht rund eine Stunde über seine Ideen für die Zukunft Bayerns. Im Anschluss freue ich mich auf einen lebhaften Austausch hier im Plenarsaal. Die Abgeordneten aller 6 Fraktionen werden die Gelegenheit nutzen, über die Vorschläge des Ministerpräsidenten zu diskutieren. Sie haben die Möglichkeit, die Regierungserklärung und die anschließende Debatte auf der Homepage des Bayerischen Landtags live mitzuverfolgen. Auf der Tagesordnung steht auch die erste Lesung des Gesetzes über die Beauftragten der Staatsregierung. Deren Aufgabe ist die Unterstützung und Beratung der Staatsregierung in verschiedenen Politikbereichen. Auch hier erwarte ich kontroverse Diskussionen. Als direkt gewählte Vertretung des bayerischen Volkes hat der Bayerische Landtag neben den zentralen Funktionen Regierungsbildung, Gesetzgebung und Kontrolle weitere wichtige Aufgaben. Eine davon ist die Bestellung ihrer Vertreter in verschiedenen Gremien und öffentlichen Einrichtungen. Die Abgeordneten wählen in dieser Woche zum Beispiel ihre Vertreter in den Rundfunkrat und in den Medienrat. Sie bestimmen darüber, welche Landtagsabgeordnete in den Verwaltungsrat für die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit oder die Bayerische Forschungsstiftung kommen. Am Mittwoch tagen dann hier im Landtag die verschiedenen Ausschüsse. Sie können die Tagesordnungen jeweils im Internet anschauen und die Berichte nachlesen. Sollten Sie dazu Fragen haben, finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auch auf der Homepage des Landtags. Ich wünsche Ihnen alle noch von Herzen eine schöne Adventszeit.